Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Phantasia. Beim letzten Mal haben wir im Wald bei Heimdall den schwarzen Stein gefunden und unseren Luna-Packdring repariert. Und danach wurden wir aus Heimdall rausgeworfen, weil Artia eine Halbelfe ist, aber wir wollten Chesters Bogen reparieren und jemand sagte, wir sollen hier hingehen zu Asia, aber Asia ist voll evil und hat Arch versteinert und will, dass wir ihr Brambert bringen. Also, auf zu Brambert. Oh mein Gott, so viel Plot in einem Part. Mal schauen, was wir dieses Mal schaffen. Und wenn wir diese Sidequest hier erledigt haben, wollen wir danach uns endlich heilen und endlich einkaufen. Und dann wollen wir zum ich habe vergessen, wie genau es heißt. Zum Turm, in dem Luna ist. Irgendwas mit Sternenturm? Sternenturm? Sternzeichenturm? Sternenhimmelturm? Ich glaube, es war irgendwas mit Sternen. Was zu Luna passen würde, weil Luna Mond und so, ne? Rising Phoenix. So, vielen Dank, dass der Baum weg ist. Ich habe kaum noch TP. Wasser des Lebens. Yeah. Zum Glück ist der Wald hier aber auch nicht allzu groß. Ein Level Up für Clav. Ja, der war eigentlich nicht allzu riesig hier, der Part. Und das geht jetzt hoffentlich schnell mit Brambert. 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 Wow, wir haben es mit einem Kampf geschafft. Ach, auf einmal darf ich wieder ins Dorf, was? Waffenladen, Apotheke? Ja. Hattet ihr irgendwas Cooles, wo ich wieder einkaufen darf hier? Eigentlich möchte ich ja... Oh, die haben auch der Rune hier. Das wäre sehr cool. Das wäre sehr cool. Dafür brauchen wir nämlich wieder mal ganz schön viele Stück. Ganz schön viele Stück. Mhm. So, ich glaube aber, wir hatten noch dieses Dingens, um billiger einkaufen zu können. Flair, genau. Das nutzen wir jetzt. Wunderscham. Und dann hauen wir das einfach gleich raus, oder? Ja, hauen wir raus. So, halber Preis. Wäre vielleicht schlauer gewesen, das für den nächsten Stand aufzuheben, wenn es irgendwie teure Waffen gibt oder sowas. Aber benutzen wir es hier. Nerd. Und heiliges Licht. Okay, jawohl. Jetzt haben wir kaum noch Geld, sehe ich gerade. 2000 noch, wow. Naja, immerhin. Okay, mach der Rune. Und zwar auf Bodenkraut und Bohnenkraut. Und hätten wir noch mehr Kräuter? Roter Salbei? Nee. Habe ich die anderen Kräuter alle aus Versehen benutzt? Nein, Verbena haben wir noch. Rotes Verbena. Okay. Die ganzen Schwerter werde ich nicht umwandeln. Und sonst ist hier, glaube ich, nichts. Nee, okay. Eigentlich könnten wir diese komischen Fragezeichen-Schwerter mal verkaufen, weil ich schätze mal, es sind eh nur wieder Langschwerter. Und bevor wir da irgendwann Macht der Rune drauf verschwenden, verkaufe ich die lieber. Wo sind sie denn? Kann man die auch verkaufen? Ist das alphabetisch geordnet? Sind die ganz unten wegen den Fragezeichen? Ich sehe sie überhaupt gar nicht. Bei Schwert vielleicht? Nein? Vielleicht kann ich sie echt nicht verkaufen. Das wäre ziemlich doof. Oh, sie waren ganz oben. Ich hab's übersehen. Nö. Na gut, dann halt nicht. Tschüss. Solange mein Inventar nicht irgendwann voll ist. Das wäre ziemlich doof. Habt ihr ein Hotel hier? Ihr habt ein Hotel hier, oder? Darf ich hier übernachten? Eigentlich habe ich keine Lust, hier zu übernachten, weil ihr seid voll doof. Ihr seid voll intolerant. Das gefällt mir nicht, aber ihr seid billig. Na gut. Während Arch zu Steinen erstarrt ist, schlafen wir mal eine Runde, ne? Sie wird uns bestimmt verzeihen. Vielleicht kriegt sie gar nicht mit, wie lange wir weg sind. Vielleicht, keine Ahnung, wie das ist, wenn man versteinert ist. Ich kenne mich da nicht so aus. Hab das noch nie erlebt. Will ich auch ehrlich gesagt nicht. Okay, wo ist Brambert? Gab's hier ein Ältestenhaus oder so? Hier gab's einen Essensladen. Hi. Hattet ihr coole Sachen? Zum Beispiel, ich glaube, wir brauchen Tomaten für die Spaghetti, oder? Melone. Waren wir hier einkaufen? Zitrone? Normalerweise kaufe ich doch immer von allem eins. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld für eine Melone. Ihr habt Tomaten. Wir brauchen die Tomaten für das Versteinerungszeugs. Okay. So, ich muss jetzt Zeug verkaufen, denn ich will diese Melone haben. Ich will diese Melone haben. Was können wir denn verkaufen? Elixier will ich eigentlich nicht loswerden. Resistenz. 10% Chance, Elemente Schaden aufzuheben. Benutze ich sowieso nie. Können wir zwei verkaufen. Irgendwann brauche ich sie und dann fange ich an zu weinen.
Schutzring, Betäubungen. Ach komm, einen weg damit. Mondkristall, TP behalten wir mal. Ach, das reicht eigentlich so. Okay, jetzt gib mir bitte eine Melone. Vielen Dank. Und noch mehr Tomaten. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich suche immer noch Brambert. Steht er wieder da oben rum? Er stand doch mal da oben rum. Ja, okay, sehr schön. Brambert! Oh, ihr seid es. Ich vermute, eure Reise verläuft nach euren Wünschen. Stimmt etwas nicht? Eigentlich. Wir wollten euch eigentlich um einen Gefallen bitten. Und was kann das für ein Gefallen sein? Kennt ihr jemanden namens Asia? Naja, ja, aber was habt ihr mit ihr zu tun? Bitte, bitte kommt mit uns. Arch wurde... Nun wartet mal einen Moment. Wollt ihr damit sagen, dass ihr sie getroffen habt? Stand er nicht dabei, als uns im Waffenladen empfohlen wurde, sie zu besuchen? Stand er da nicht in der Tür drin, hat quasi den Ausgang blockiert? Also musst du doch eigentlich alles mitbekommen haben. Oder war das eine einfache Wache, die da stand? Ich dachte, er wäre das gewesen. Naja, das stimmt. Und sie bat uns, euch zu ihr zu bringen. Oder er ist einfach nur generell überrascht, dass wir sie getroffen haben. Obwohl er wusste, dass wir sie suchen. Naja, wie auch immer. Verstehe. Sie... Also gut, lasst uns gehen. Ich wollte euch nicht noch mehr Schwierigkeiten bereiten. Das hast du schon mehr als genug, ja? Das ist alles mein Fehler. Okay, er kommt mit. Na, immerhin, er ist gerade sympathischer als letztes Mal, wo Arch dabei war. Da war er nämlich ziemlich arschig, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ich hätte gerne mein heiliges Licht. Jawohl. Die ganzen Kräuter benutze ich, wenn Arch wieder in der Party ist. Das meiste bekommt er Icarus, aber trotzdem. So Zeug wird nur verteilt, wenn alle da sind. Aha. Exenma. Yay. Oh. Euch habe ich ja überhaupt nicht vermisst. Wisst ihr das? Überhaupt gar nicht. Aber hey, ich habe wieder TP. Die Übernachtung hat sich gelohnt. Lightning Tiger Blade. Und sie leben immer noch alle. Solange sie uns nicht wieder ankotzen und zu Stein verwandeln, ist alles in Ordnung. Yeah. Aha, erledigt. Okay. So, eigentlich müsste der rechts auch bald mal sterben. Wind, verprügelst du den? Nein. Ach, er verprügelt eher sie. Das gefällt mir nicht so ganz. Ifrit, okay. Ifrit klärt. Wie immer. Sehr schön. Sehr gut. Ja, Ifrit ist okay. Ist okay, ist okay. Dankeschön. Yay, noch mehr Erfahrungspunkte, die Arch nicht bekommt. Ich mag sowas nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute so lange nicht in der Party sind und dann quasi total unterlevelt sind im Vergleich zum Rest. War sie nicht vom Level her hinterher? Weil ich glaube, als sie zum ersten Mal in die Party kam, war sie auch schon hinterher. Oder wir ein bisschen voraus. Wie auch immer, aber laufe ich richtig? Nein, natürlich nicht. Hier. Zwei Feinde. Okay, es ist nur eine Lilie. Gut. Vorhin sind wir mit einen einzigen Kampf durchgekommen. Aber gut, so ein Feind ist ja kein Problem. Das geht ja schnell. Alles Paletti. Bringt auch kaum Geld. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen viel mehr Geld. Sobald eine neue Stadt kommt, werde ich weinen, weil wir kein Geld haben. Geht's hier raus? Hier geht's raus. Ah, gut. So. Bekomme ich Arch jetzt bitte zurück? Du kriegst Brambert dafür. Ist doch ein fairer Tausch, oder? Immer das Gleiche. Immer das Gleiche? Ja, scheinbar macht sie das öfters. Ob die anderen Statuen auch zurückverwandelt werden? Gehen wir. Okay, gehen wir. Wir gehen. Wir gehen immer noch. Wir stehen. Wir stehen immer noch. Wir gehen. Und wir stehen. Und wir gehen. Und wir stehen. Okay, ich auf. Also ja. Es ist kalt draußen. Warum kommst du nicht hinein? Können wir Arch wieder haben? Bitte. Unversteinert meine ich. Ich möchte mit ihr allein sprechen. Könnt ihr uns ein wenig Zeit geben? Ihr könntet Arsch zurückverwandeln und den Bogen reparieren und dann bin ich für immer hier weg. Ja? Nein? Ah. Okay.
sitzen wir halt hier rum und drehen Däumchen, obwohl wir eigentlich die Welt retten müssten und so. Obwohl wir im Haus sind, ist es plötzlich sehr kalt. Ja. Armes Mädchen, es ist so kalt. Mint. Die lassen sich wirklich Zeit. Ich hoffe nur, ich werde wieder zurückverwandelt. Ja, ich hoffe auch. Ich hätte gerne meine Party wieder komplett. Es tut mir leid, Clav. Es ist meine Schuld. Ich wollte den Bogen repariert haben. Nun mal immer mit der Ruhe. Der Bogen ist wirklich wichtig für dich, nicht wahr? Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, sie wird ihn reparieren. Dann ist er wieder so gut wie neu. Dann brauchen wir nur noch seinen Besitzer. Du musst das verstehen. Ich kann so etwas Unverantwortliches nicht tun. Ich kann mein Volk nicht im Stich lassen. Bist du sicher? Aber ich liebe dich so sehr. Das war so klar. Asia. Nein. Es kann einfach nicht sein. Das ertrage ich nicht. Wenn du nicht bei mir bleibst, werde ich sie nicht wieder zurückverwandeln. Oh Gott. Sie ist mir so unsympathisch. Was? Ihr habt es versprochen. Bitte, ihr müsst sie zurückverwandeln und bringt endlich die Musik zurück. Warum geht ständig die Musik aus, wenn du auftauchst? Bestimmt hatten die beiden mal was miteinander. Und dann hatte er keinen Bock mehr auf sie und sie kommt nicht von ihm los. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin derjenige. Es ist meine Schuld, dass es so weit gekommen ist. Ich habe dich dazu gebracht. Und ich kann nicht länger zulassen, dass Unschuldige leiden. Verwandle stattdessen mich in eine Statue. Als Statue werden sie mich nicht zurück in den Wald bringen können. Die Elfen könnten dich dahin schleifen, auch als Statue. Ich denke schon, du hast dich verändert. Du warst nicht immer so. Heute bist du schon zufrieden, wenn ich eine Statue bin, habe ich recht? Nun, ich bin soweit. Verwandle mich in Stein, wenn es das ist, was du dir wünschst. Lord Brambert, es gibt keinen Grund für euch, so weit zu gehen. Nein. Wenn ich mein Leben für sie geben kann. Cress. Sie ist eine Halbelfe. Und die Liebe meines Lebens. Aber warum? Cress. Halbelfen ist es verboten, den Emerald zu betreten. Die Elfen isolieren sich. Halten dabei als Volk fest zusammen. Ja, und obwohl die Elfen sich so isolieren, gibt es unglaublich viele Halbelfen. Wie das wohl passiert, ne? Als Herr der Elfen habe ich keine Möglichkeit, mit ihr zusammen zu sein. Naja, du bist der Herr der Elfen, du könntest diese uralten, total dummen, altmodischen Gesetze erneuern und so. Und selbst wenn sie nicht nach Heimdall darf, kann er ja ab und zu aus Heimdall raus, so wie jetzt gerade. Er hat Heimdall verlassen und die Welt geht nicht unter. Vor allem, wenn sie sich kennen, muss er ja früher schon mal draußen gewesen sein. Ach, egal. Ich bin derjenige, der euch in diese Lage gebracht hat. Und auch sie. Es ist alles meine Schuld. Ja, nicht nur deine, auch die dieser komischen alten Traditionen und Gesetze und bla. Wenn ich dich an meiner Seite haben will, habe ich keine andere Wahl, oder? Wow, sie macht das wirklich? Nee. Mir gefällt die Story nicht. Ja? Was ist passiert? Nix, Arch, wir waren nie weg. Wir haben nicht nochmal sogar Nacht geschlafen und so. Miss Arch. Okay. Bleib zurück. Bitte lasst mich. Kannst du die Leute draußen bitte auch zurückverwandeln? Ich wette, die haben mir alle nichts getan. Bitte, lasst mich allein. Cress. Also gut. Lass uns wiederkommen. Nein, ich will hier nie wieder hin. Nie wieder. Wenn sie sich ein wenig beruhigt hat. Ob die sich jemals beruhigen wird, die hat einen totalen Schaden. Es ist frustrierend, aber im Moment können wir gar nichts tun. Ich hoffe, ihr ändert eure Meinung noch. Beeilen wir uns, Leute. Ich will sie nicht mehr sehen. Ja, ich auch nicht. Aber hey, unser Bogen! Unser Bogen! Hör auf zu heulen, reparier meinen Bogen! Boah, du... Es tut mir leid. Bitte, lass mich alleine. Es tut dir überhaupt nicht leid, du blöde... Tschüss!
Jasters Bogen! Oh, come on! Jetzt ist der Elfentypi. Hier ist wieder komisch gepixelt, das ist ein helles Gesicht. Jetzt ist der Elfentypi hier versteinert und wir haben unseren Bogen nicht repariert bekommen. Oh Gott. Ich mag Asia nicht. Nach all dem lassen wir nun doch den Bogen zurück. Ihr lasst den Bogen sogar da, seid ihr verrückt, nehmt ihn mit. Oh mein Gott. Ah, Entschuldigung, ich reg mich auf. Nun, wenigstens geht es Arch wieder gut. Ja, immerhin. Das ist wahr. Ich versuche das Positive zu sehen. Lasst uns von hier verschwinden. Bin ganz deiner Meinung, klar. Aber nimm den Bogen mit. Oh, okay, ich komme wieder. Aber nur wegen Chesters Bogen. Nur wegen Chesters Bogen. So. Stadt. Bitte. Bitte, Stadt. Hallo, Bergriese. Was willst du denn? Willst du gegen uns kämpfen? Lässt sich einrichten. Oder auch nicht. Das ging sehr schnell. Nun gut. Okay, wir müssen zum Sternenturm, sage ich jetzt einfach mal. Ich nenne ihn jetzt Sternenturm. Frage ist, wo ist der Sternenturm? Und wie kommen wir dorthin? Weil hier ist er definitiv nirgends mehr, weil ich bin mal so zum Training, als wir ganz neu hier in dem Gebiet waren, bin ich bei den Minen von Moria noch weitergelaufen Richtung Osten. Da war eigentlich nichts mehr. Von daher wüsste ich gar nicht, wo jetzt großartig da noch was sein sollte. Neue Schiffe gab es eigentlich auch nie. Von daher... vielleicht in Freyland. In Freyland war ja die Wüste und da waren diese Oasen. Und ich weiß nicht, ob wir da mal komplett nach Norden gegangen sind. Vielleicht geht's da weiter. Das wäre jetzt ehrlich gesagt meine einzige Idee. Von daher sollten wir mal dahin. Wow, Arch ist 4 Level hinterher. Wow. Wow, okay. So, ich würde gerne meine Items benutzen. Verbena. Nein, nicht wegwerfen. Falscher Knopf. Agilität. Agilität. Naja. Dress, wer auch sonst. So, das Bodenkraut war die maximalen TP um 10%. Das war KP. KP auf jeden Fall Arch, ne? Ja. Oder Mint. Na, Arch, Mint. Moment, Arch ist im Level hinterher. Aber sie hat auch das Item ausgerüstet, das mehr KP bringt, weil sie... Ach, ich geb's Mint. Es hat echt viel gebracht. So, was war das hier? TP. Also Mint kam bisher immer perfekt aus mit NTP. Das ist sowieso nur, also eigentlich nur im Bosskämpfen, sag ich mal, viel verbraucht und sonst nicht. Clav kam eigentlich auch immer. Eigentlich würde ich sogar gerne Crest 1 geben. Dann kann ich mehr raushauen und Arch. Okay. Gut. Kräuter verteilt. Dann Freyland. Ich habe keine Ahnung, aber Freyland ist gerade meine einzige Idee. Der Freyland-Hafen war aber leider nicht hier. Nun gut. Dann gehen wir eben weiter. Der war irgendwo hier unten. Irgendwo hier unten. Da. Wow. Fast geschafft. Fast den Hafen erreicht ohne Kämpfe. Huch, die sterben aber schnell. Schaffe ich es, bevor sie zaubern? Yeah, ich schaffe es, bevor sie zaubern. Sehr gut. Okay. Es wird doch echt Zeit für ein neues Gebiet langsam. Die Gegend hier ist wirklich, ja. Habe ich oft genug gesehen inzwischen. So, hey Krabi, geh mir aus dem Weg. Ich möchte nach Freyland. Bring mich nach Freyland, in der Hoffnung, dass es da irgendwo weitergeht. Bitte, ihr wollt nach Freyland? Genau das habe ich gesagt. Ich will nach Freyland. Ja, Geld. Haben wir überhaupt Geld? Okay, wir haben Geld. Aber nicht mehr viel. So. Ich hoffe, es geht hier auch wirklich weiter, weil ansonsten bin ich ein bisschen ratlos. Krabi. So, ging's raus, genau. Ich werde erstmal ein heiliges Licht benutzen. Denn irgendwie habe ich gerade genug gekämpft, die letzten Parts. So. Hier geht's schon mal nicht lang. Da war die Stadt, da waren wir auch schon oft genug inzwischen. Okay, so, hier. Und dann werden wir hier nach Norden gehen. Ich glaube, da sind wir noch nicht gewesen, oder? Geht's da weiter? Sehe ich gerade so eine Sackgasse aus, aber... Schauen wir mal. Basilisk. Hey. Ich glaube, du hast immer noch dieses eine Item noch nicht gedroppt. Kann das sein? Ice Arrows. Yeah. Und? Maxwell? Nein, Undine.
Wie überraschend. Lange nicht gesehen. Reicht das vom Schaden her? Nope, reicht nicht. Demon Fang. Demon Fang. Oh oh, wollte jetzt gerade versteinern? Ich hoffe, er hat nicht getroffen. Hat er nicht. Ah! Oh nein, er hat Münd versteinert. Niemals. Debris Fall. Okay, mach's kaputt, Arch. Ja, das macht nicht allzu viel Schaden. Vielleicht ist Stein nicht ganz so klug bei ihm. Ja. Ja. Könntest du jetzt bitte... Klar, beschwör mal irgendwas Cooles. Hau mal Maxwell raus oder so. Aua. Und? Debris Fall. Wie lange braucht Klav zum Beschwören? Arch hat jetzt schon zwei Zauber rausgehauen. Von Klav kommt immer noch nichts. Ja? Ja, danke. Maxwell, okay. Das sollte hoffentlich eigentlich reichen, oder? Ja, macht zumindest gut Schaden. Okay. Das war knapp, aber hat gereicht. So. Basiliskenschuppe. Yay, Level Up für Arch. Sehr gut. So. Kann Mint überhaupt kochen, wenn sie versteinert ist? Wahrscheinlich nicht. Aber Spaghetti war das, glaube ich, oder? Spaghetti? Halt Versteinerung, genau. Spaghetti. Oh, Mint kann nicht kochen, dann macht Crest das jetzt. So. Versteinerung geheilt. Jawohl, geheilt sind wir auch von der KP her. Okay. Ah, hier geht's wirklich weiter. Yay. Neues Gebiet. Das ist ein Turm. Ist das der Turm, den ich suche? Das ist der Turm, den ich suche. Turm der Sternzeichen, Ebene 1. Das ist ein schönes Bild. Ist das ein Widder? Turm der Sternzeichen, Ebene 2. Okay, ich würde aber sagen, den Turm heben wir uns fürs nächste Mal auf. Also dann. Ciao, ciao.